So, Leute, wie versprochen, das nächste Challenger-Deck. Und ja, wir haben das rote Mono-Red-Agro-Challenger-Deck. Ich gehe die, glaube ich, so ein bisschen meiner favorisierten Liste nach, habe ich das Gefühl. Weil das Grüne mag ich am wenigsten. Und jetzt kommt hier das Rote. Das mag ich am zweitwenigsten, weil es ist doch sehr, sehr ähnlich dem, was letztes Jahr schon rauskam. Es hat sich halt nicht viel getan. Red Deck wins. Okay, cool. Wie gesagt, es hat sich in Mono-Rot halt nicht viel getan. Ich fände es wirklich cooler gefunden, wenn sie hier irgendwie, keine Ahnung, das Mono-White-Beatdown-Deck mit den Ausrüstungen reingetan hätten oder so. Das wäre cooler gewesen. Ja, ansonsten, wie die letzten paar Mal auch, geil, dass kein Plastik dabei ist. Kaum Plastik dabei ist. Das ist richtig, richtig nice. Das Artwork hier von Anax. Okay, kann man machen. Und dann haben wir unser Deck. Ja, wir haben ganz cool erstmal Shattering Skull Smashing. Das finde ich ganz cool, weil ich mag die Karte. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das diesmal wenigstens schaffe, das Ding hier aufzumachen. Das letzte Mal habe ich ja die erste Karte damit zerstört. Ah, nee, keine Chance. Ich weiß nicht, was falsch mit mir ist. Ich weiß nicht, warum ich das nicht hinkriege. Es tut mir leid. Ja. Weg damit! So, wir haben, wie immer, ein 60-Karten-Deck, was sehr nah an einem aktuellen Standard-Deck drin ist, was zu dem Zeit Standard war. Es ist ja jetzt auch schon wieder mit Strixhaven ein bisschen anders. Und das war, glaube ich, sogar noch vor Kaltheim, beziehungsweise es war so ein mini-bisschen Kaltheim drin. Und ja, Rotationen und sie versuchen halt noch Throne of Eldraine-Karten loszuwerden. Alles verständlich, alles okay. Gucken wir uns die Decks mal an. Shatterskull Smashing. Zwei rote und X, fügt X Schaden, die Weine zu, wie wir das wollen. Und auf bis zu zwei Kreaturen oder Planeswalker, so ist richtig. Wenn X mehr oder höher ist als 6. Wenn X höher als 6 ist, dann können wir doppelt den Schaden zufügen. Das ist ziemlich gut. Wie viel haben wir noch drin? 2 oder 3? 2 nur, schade. Sehr coole Karte brauchte ich tatsächlich noch. Spikefield Hazard, auf der anderen Seite ist es natürlich ein Land. Spikefield Hazard, ein rotes Mana, fügt einen Schaden auf irgendeinem Target zu. Wenn permanent ist diese Runde, dadurch sterben würde, wird es exiliert. Dann haben wir 4 auf 4 auf der anderen Seite ein Land. Dann Embercleave, das ist halt so angesprochen, es hat sich nichts geändert. Sie versuchen noch Eldraine-Karten loszuwerden. Davon hätten sie auch mehr reintun können. Ganz im Ernst, sie hätten auch 2 rein können. 2 rote und 4 Flash. Der kostet ein Mana weniger für jede angreifende Kreatur. Also mit 4 angreifen kostet der nur noch 2 rote. Und wenn sie ins Spielfeld kommt, wird sie automatisch an eine Kreatur angerüstet. Und die Kreatur kriegt +1/+1, Doppelschlag und Trampel. Für 3 Mana zum Equippen. Super mächtige Ausrüstung. Richtig mächtige Ausrüstung. Aber außerhalb vom Standard, vielleicht im Pioneer, wird sie halt nirgendwo gespielt. Favorite Champion. 1 Mana 1/1, Erstschlag, Eile. Wenn der angreift, kann ein angreifender Knight, den du kontrollierst, also ein anderer als der hier, +1/+0 kriegen. Und Equip-Fähigkeiten, die auf den equipped werden sollen, kosten 3 Mana weniger zum Aktivieren. Das bedeutet, ihr könnt für 0 equippen. Mit Erstschlag Eile. Das ist schon ganz cool. Vielleicht haben wir noch drin. Playset hoffentlich. Ja, ein Playset. Sehr, sehr coole Agro-Kreatur. Karrigan Intimidator. 2 Mana 3/1. Cowards, also Angsthasen, können keine Krieger blocken. Für einen Mana können wir eine Sache davon choosen, die noch nicht gejuiced wurde. Wir können dem entweder +1/+1 geben, wir können eine Kreatur zum Coward machen oder wir können mit Typen Trampel geben. Das ist halt mit 3/1 oder 4/2 ist der halt relativ schnell um, aber es ist ein ganz cooler Giant und ja, viermal drin. Bonecrusher Giant. 3 Mana, 4/3 und wenn er Ziel vom Zauber der nur vom Zauber wird, fügt er dem Beherrscher 2 Schadenspunkte zu und man kann ihn für 2 Mana auf ein Adventure schicken und dann 2 Schaden auf irgendeinen Target zu fügen und Schaden kann nicht verhindert werden diese Runde. Hoffentlich ist davon Playset drin, weil die rotieren jetzt eh raus. Ja, voll. Sehr cool. Torbran. Okay. Thane of the Red Feel. 4 Mana 2/4. Eine Rotquelle, die dem Gegner Schaden zufügen würde oder einem Permanenten, das einem Gegner kontrolliert, fügt diesen Schaden +2 zu. Das bedeutet, diese Karte würde hier 4 und mit dem Angriff 6 Schaden zufügen. Starke, starke, starke Karte. Aber legendär, deswegen hoffentlich nicht mehr als 3 Mana. Nein. Und Castle Emberath kommt entappt ins Spiel. Nee, geht ab ins Spiel, ist eine kontrollierte Mountain. So ist es richtig. Tappen für ein grünes. 2 grüne und ein farbloses Tappen. Kreaturen, die ihr kontrolliert, kriegen +1/+0. Das ist ein sehr starkes Agroland, gerade wenn man mehrere Kreaturen hat.
Hier sind nicht so viele Rares drin wie bei dem anderen, habe ich das Gefühl. Oder sie sind sehr redundant und deswegen fällt es nicht auf. Dann haben wir den Hellhound. Ein Mana 0-1 mit Landfall, der kriegt +2/+2. Playset? Hoffentlich Playset. Playset. Rimrock Knights. 2 Mana 3-1 kann nicht blocken. Und für Adventure können wir den als Instant eine Kreatur +2/+0 geben. Leider nicht 2/+2/+0 und Trampel. Aber auch hier Playset. Das Ding ist sehr stacked. Also das Ding ist halt für ein monorotes Agro-Deck sehr stacked und das ist sehr ähnlich dem, was auch aktiv gespielt wird, zumindest gegen das, was ich so spiele, aber ja, es hat sich halt, wie gesagt, nicht viel verändert. Anax, Hardnet of the Forge, 3 Mana x 3. X, also die Stärke, ist die Anzahl an Devotion zu Rot, also wie viele Rot-Mana-Quellen ihr habt. Und wenn der oder eine andere Kreatur stirbt, dann kriegt ihr einen 1-1 roten Satyr. Der kann ich blocken. Und wenn eine Kreatur 4 oder mehr hat, kriegt man 2 von diesen Satyr-Token. Davon hoffentlich ein Playset, weil der ist wichtig. Jawohl. Die Zahlen sind on point. 4 Schocks, fügt 2 Schaden zu für ein rotes Mana. Jawohl. Also es ist ein sehr gutes rotes Agro-Deck. Ohne Frage. Es wird halt nur völlig anders gespielt werden, wenn halt die Karten oder auch die Titans und die Embercleave einfach raus ist. Rotation is coming. Be aware, guys. Dann haben wir noch Royal Eruption. Für 2 Mana fügen wir 3 Schaden auf dem Ziel zu. Oder für 7 Mana fügen wir 5 Schaden zu. Das ist fürs Late Game ganz gut. Auch das als Playset. Das ist die Agro Shell im Mainboard. Dann gucken wir uns mal das Sideboard an. Auch sehr interessant, dass sie beim Mainboard dieses komischen Wrapper benutzt haben. Und hier so ein Booster, so ein durchsichtiges, sag ich mal. Das finde ich, ja, strange. Dann gucken wir uns mal an, Relic Robber, 3 Mana 2/2 Eile. Und wenn er mit einer Kampfschaden zufügt, dann kreiert dieser Spieler, dem er Schaden zugefügt hat, einen 0-1 farblosen Goblin Construct Token, der sagt, kann nicht blocken. Und zu Beginn des Upkeeps kriegt ihr einen Damage. Hammerteil habe ich tatsächlich mal eine Zeit lang im Legacy gespielt, ist ganz witzig. Ein 2-Stünder. Oh, Roiling Vortex, nice. 2 Mana zu Beginn des Versorgungsmoments fügt das 1 Schaden zu jedem Spieler zu, also zu dem Spieler, der halt dran ist. Und wenn ein Spieler einen Zauber castet und er kein Mana dafür bezahlt hat, fügt er dem 5 Schaden zu. Und für ein rotes können Spieler diesen Zug kein Leben kriegen. Wirklich, wirklich der Hammer. Ich habe das jetzt auch schon im Rot-Weiß gesehen im Modern. Einfach, weil man damit einfach selber auch Leben kriegen kann. Und der Gegner eben nicht. Das ist wirklich cool. Soul Guide, Lantern, ein Mana Artefakt. Kommt ins Spiel, exiliert eine Karte aus dem Friedhof. Das war wichtig für Uro. Mittlerweile ist es wichtig für Krokta. Tappen und ihr exilt einen gegnerischen Graveyard, wenn ihr das Ding opfert. Oder ein Mana tappen, opfern, ihr zieht eine Karte. Sehr coole Karte mit Lurus, The Dreamland. Sehr, sehr cool. Finde ich ganz cool, dass sie hier drin ist. Red Cap Melee. Ganz cool, weil hier die Rotkappen sind. Und die Goblins halt in Eldraine alle so diese Rotkäppchen hatten. Für ein rotes fügt da eine Kreatur am Spieler 4 Schaden zu. Und wenn man einem nicht roten Dingen Schaden zufügt, dann muss man ein Land opfern. Das ist aber für 4 Schaden für einen Mana voll okay. Thundering Rebuke. 2 Mana fügt 4 Schaden an einer Kreatur am Planeswalker zu. Also wenn man hier gegen das grüne Deck spielt, hat man hier, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen mit dem Sideboard. Gegen die anderen sehe ich eher weniger. Soulseer. 3 Mana, man fügt 5 Schaden an einer Kreatur am Planeswalker zu. Und Permanenten sind nicht unzerstörbar diese Runde. Das ist sehr cool gegen die Götter. Ja, dann haben wir eine Menge Satyren und auch hier auch die 1 von 9. Hätten wir nicht mal irgendwie die 2 von 9 kriegen können oder die 3 von 9? Goblin Construct Token. So viele davon. Nice. Ja, auch hier, wie gesagt, das hier hätte anders sein können. Das Deck selber ist cool, das Deck selber ist straight. Aber wie gesagt, seid euch auf der Hut. Diese zwei Decks werden nach der Rotation ganz anders aussehen, wenn sie überhaupt noch gespielt werden. Also jetzt das hier und ich habe ja vor 2 Wochen das Grüne aufgemacht. Und ja, die anderen, die ich jetzt zeigen werde, werden ein bisschen länger halten. Glaube ich, hoffe ich. Und deswegen habe ich die beiden jetzt zuerst gemacht, um da ein bisschen auch diesen Frust von der Seele mitzureden, dass diese Karten zu schnell rotieren. Gut. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheath. Ciao, ciao.